Eieieiei. Die wundersame Kraft des Protosubstanz hat dich in die Welt von Fort Condor gesaugt. Um die Protosubstanz für dich zu beanspruchen, musst du die Condor-Streitkräfte zum Sieg gegen Shinras Truppen führen. Und dafür bedarf es einer sorgsamen Vorbereitung. Vor der Schlacht hast du die Möglichkeit, Einheiten für deine Streitkräfte zu bestimmen. Dabei hast du die Wahl zwischen Heldeneinheiten und Standardeinheiten. Cloud und seine Gefährten zählen zu den Heldeneinheiten. Von diesen kannst du bis zu zwei auf die Schlacht schicken. Okay. Bei den Standardeinheiten hast du die Wahl zwischen einer offensiven und defensiven Aufstellung. Stelle deine Heldeneinheiten mit L1, R1 und deine Standard mit L2 auf und stütze dich dann mit Kampf, okay? Oh. Hauptquartier. Okay, ausbalanciert, offensiv. Woran sehe ich denn, was das ist? Schild ist wahrscheinlich defensiv, ne? So, Bogen ist gut gegen die. Okay. Aber Schwert ist halt gegen die Schilddinger doof. Defensiv, Verteidigung 5 Stützpunkt. Okay, machen wir einfach mal ausbalanciert, würde ich sagen. Cloud und Tiefer, ja. Ja. Beginnen wir mal, schauen wir mal. Puff. Meinen aufzustellen, musst du dir eine Position auf dem Schlachtfeld zuteilen. Und dann mit X bestätigen. Tust du dies, schaltet das Spiel in Taktikmodus, indem du in Ruhe der Einheiten auswählen kannst. Halte die Entsendungsplan eines Gegners auf der rechten Bildschirmseite im Auge. Und pass auf deine Strategie entsprechend an. Okay. Ja, sehr gut. Also er kommt jetzt als allererstes auf der Seite mit Schwert, die Typen, dann müsste ich den Bogenschützen aufstellen. Ne? Ja, dann brauche ich noch einen Bogenschützen. Schön, dass er auf die andere Seite geht, einfach. So, gegen die Bogenschützen hilft. Dann wieder die hier. Elite-Verteidiger. Oh wow, die haben ja. Ach nee, oh, ich hab falsch geguckt. Scheiße. Okay, ich hab falsch geguckt. Ich kann leider nicht. Oh, Heiler. Heldeneinheiten, das ist genug. So. So. Das sollten wir doch eigentlich mal langsam durchgehen, oder? Nein, Cloud.
Heiler nochmal. So. Rein. Ah, verwendet Zeit, ja. Da sollten wir durchkommen. Na, ja, was macht denn da Platz? Ja, jetzt sollten wir es eigentlich haben, oder? Jawohl. Gewonnen! Yeah. Sieg. Ich glaube, die sollten wir noch gewinnen. So, hat sich manifestiert. Geschafft! Der Sieg ist unser! Ohne euch wäre uns das nicht geglückt. Habt Dank! Oberst! Und ihr tapferen Mitstreiter! Der nächste Kampf steht uns bereits in Kürze bevor! Die Kerle greifen ganz sicher wieder an! Ich bitte euch, steht uns auch weiterhin bei. Auch das noch. Hey, die gehört uns. War ja wie klar, ne? Was muss ich da sehen? Ja, was denn? Das wüsste ich selbst zu gern, wenn ich mich doch nur erinnern würde. Doch, es gehört mir. Hey, hier geblieben. Erobert! Da kommen wir da raus, scheinbar. Was war denn das? Wir waren im Spiel, oder? Das ist so ein Quatsch! Würde ich gern sagen, aber... Tja. Crazy. Unglaublich. Dass es so etwas gibt. Und das hat er gesehen, was? Selbst in meiner Datenbank gibt es nichts Vergleichbares. Welches Phänomen wohl dahinter steckt? Tja. Könnte es zum Beispiel sein, dass... Chadley, konzentrier dich. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen. Die Protosubstanz haben sich nämlich diese Hampelmänner gekrallt. Ach, richtig. Die Protosubstanz. Das Signal ist zwar schwach, aber ich kann sie orten. Das könnte bedeuten, dass der Zugang zu Fort Condor erneut geöffnet wurde. Seht am besten gleich mal nach. Na, machen wir auch. Eieiei, so. Bing. So, Forschung, Feldforschung 2. Jetzt da, okay, müssen wir uns jetzt an dem Boss vorbeigeben, oder was? Das Level haben wir 25 Euro, das geht ja. Das geht ja dann eigentlich. So. So, komm. Fort Condor scheint ja ein spannendes Spiel zu sein. In den Slums von Sektor 7 war es total angesagt. Ich würde es zu gern mal ausprobieren. Ist es leicht zu lernen? Für dich bestimmt. Du könntest doch mal gegen Red spielen. Was meinst du, Red? Ach, doch voll mit schon. Dem größten Vergnügen. Toll. Ich freue mich jetzt schon darauf, wie du kneifst. Mich fragt ja keiner, aber ich denke, wir haben echt Wichtigeres zu tun. Mimi. Ist ja so eine Heulsuse. David. So. Cloud, wir sind im Habitat des Gedankenschinders angekommen. Wir haben es hier mit einem sehr unheimlichen Wesen zu tun. Bereite dich bitte sorgfältig auf einen Kampf vor. Jo, wir sind doch geheilt, oder? Nee, sind wir gar nicht, oh. Ah, ich kann hier noch, ne? Ja, dann gehen wir hier lang. Machen wir es mal vor Condor. Ups, warum bin ich denn schon wieder so drin? Ach, wir nehmen ein Kampfding da, stimmt ja. Um das
Spielbrett herum orte ich protosubstanzielle Signale. Wir können wohl davon ausgehen, dass dies der Zugangspunkt ist. Worauf warten wir dann? Lasst uns ein paar Schimmerschädel knacken. Dafür bin ich immer zu haben. Aber kommen wir auch sicher zurück? Keine Sorge. Den Daten zufolge findet bei Spielende automatisch ein Rücktransport statt. Und bei Problemen habt ihr ja immer noch mich. Ich hole euch da raus. Na, machen wir mal. Zack, zack. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. So schlimm finde ich es gar nicht. Hä? Er macht es schon wieder. Jetzt komm ich! Wie konnte das denn nur passieren? Oberst! Schon wieder. Oh, da seid ihr ja wieder. Oh, gemeinsam können wir es schaffen. Ich will meinen Schatz zurück. Koste es, was es wolle. Das Ding da kommt aus unserer Welt. Das gehört dir nicht. Ach, Papalapap. Die Details können wir später klären. Jetzt heißt es erstmal zum Angriff. Ziel der Operation ist es, das gestohlene Gut von den Shinra-Truppen zurückzuerobern. Unser Oberst hat einen kühnen Plan. Jedoch allein wird er mit Sicherheit scheitern. Ich bitte euch, ihr müsst uns helfen. Wie immer. Sind schon unterwegs, Herr Oberst. Unser Stichwort. So, dann machen wir es wie letztes Mal, würde ich sagen. Das fand ich ganz gut. Jetzt beginnen. So. Erstmal den Verteidiger. So, dann kommen wir direkt auch noch mit dem hier an. Leider war ganz nützlich. Oh, das war's schon. Richtig zerberstet hab ich ihn. Ui. Das war großartig, Herr Oberst. Oh ja, jetzt muss ich mir nur noch meinen Schatz zurückholen. Meinen Schatz? Zum Angriff! Nicht so schnell, Freundchen. So ein Tölpel. Sagt er, weißt du. Was passiert hier? Okay. Jetzt hat vielleicht der ganze Oberst geklaut.
Aber schön, dass es wenigstens dafür wenigstens ein paar neue Sachen ausdecken. Ich glaube, dass wirklich die ganze Zeit nur diese Gruppe da auftaucht. Und Aerith sagt nix. Und das ist nicht komisch. Willkommen zurück, Freunde. Unser Ziel habt ihr nicht erreicht, oder? Leider nicht. Leider nicht. Auch ich bin so schlau wie zuvor. Es gab zu viele Interferenzen. Eine große Kraft scheint hier am Werk zu sein. Eine Kraft, die alles übertrifft, was wir kennen. Sag mal, der Oberst meinte doch, die Protosubstanz wäre sein Schatz. Was könnte das bedeuten? Ich habe da mehrere Theorien, aber um sie zu verifizieren, brauche ich weitere Daten. Zumindest weiß ich, wo wir suchen müssen. Auf zur nächsten Position. Bing, bing, bing. So, auf zu Nummer 3. Oh, da kommen wir nicht hin. Schade. Ja, heißt also, wir müssen erstmal Hauptstory weitermachen. Gut. Und gut dabei eigentlich. Gut, dann hier hin. Wir müssen uns eben heilen nochmal. So. Und stimmt, und dann machen wir mal diese Waffenpunkte. Stimmt. Da machen wir auch fleißig dabei jetzt. Hab ich die schon jetzt ausgegeben gehabt? Nein, ne? Vorige Verkettung. So, was haben wir denn jetzt hier? Langweilig. Langweilig. Nehmen wir den hier. So, dann hatten wir hier noch. Bannerverkettung, okay. Tiefer. Du könntest da die Blitzverkettung nehmen. Oder Aero-Verkettung nehmen die mal. Schon. So, Aris, du musst uns da was machen. Und das sind 5 Punkte aktuell. So. Machen wir den halt. So, sind sie alle bei 0. So, haben wir nix. Okay. Was war das denn gerade hier? Ach, Waffenstufe. Okay. Was sagt denn die Waffenstufe denn? Dass ich noch Waffenpunkte kriege oder was? Weiß nicht. So, ja, dann. Laufen reisen. Ah. Praktischer. Dann hauen wir nochmal rein, ja. Ja, ein Gegner raus vorne an der Rolle. Das sieht wirklich aus wie schon gemacht haben. So, immun, leichte Resistenzen. Okay. Das wurde übertreiben. Was die Scheinheit tut, um meine Sensoren zu beruhigen, um den Frieden in der Schuna-Region wiederherzustellen, machen wir uns die Täter
bin ich jetzt dran? Und los! Los geht's! Zieh dich zurück! Nee, darf ich nicht, schade. Okay. Müsste ja selbst mit der Kutsche erstmal rüberfahren. Weil dann kann ich mich mir jetzt das eine Ding noch holen. Wo war's? Geschafft. So, ja, da kommen wir erstmal nicht weiter. Wir sind ja hier stehen geblieben am Widerstand. So, sonst haben wir so weit. Und hier ging es ja nicht weiter. Heißt, im Endeffekt müssen wir jetzt wirklich Hauptstory machen, damit wir weiterkommen. Leider. Erstmal heilen. Zeiten. So, was haben wir hier verkaufen? Immer Sound, was wir verkaufen wollen. Nein, ja, eigentlich nicht. Kaufen. Waren haben wir auf dem Boden, glaube ich, oder? Den Boden. Meine Schule. Habe ich jetzt 100 Kohle ausgegeben. Ja, den können wir machen. Und den können wir machen. Den Knochenarmreif brauchen wir jetzt noch nicht. Wir können herstellen.
Äther, was von mir macht, ne? Genau, das Planeten. Ja, ist auch ein bisschen wenig. Phönix-Trank. Gibt Kampf und Fähigkeiten, guck mal. Und halt eine geringe Menge. Okay, und der macht. Phönix-Feder macht alles, oder? So. Ja, hier machen wir mal wahrscheinlich ein nächstes Gebiet oder so. Das wahrscheinlich dann sein. Ah, hier machen wir das, okay. So, sehr schön. Ja, ich muss, glaube ich, noch einen Gegner oder so machen. Wir waren ja nicht sehr viele Gegner. Keine Ahnung, warum eigentlich, aber gut. Dann schauen wir, was die Hauptstory hier so für uns bereithält. Gehört das hier schon zu Junon? Nein. Unter der Festungsstadt liegt ein Vorort. Unter Junon. Ein marodes Fischerdorf. Ha, typisch Shinra. Alles, was denen nicht in den Kram passt, wird nach unten verfrachtet. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hoppala. Alles nur eins. Ist der? Nicht so schnell. Willkommen unter Junon, dem Ort, wo niemals die Sonne scheint. Mein Name ist Rhonda. Ich stehe der hiesigen Bürgerwehr vor. Was wird das? Avalanche. Was, wenn es so wäre? Am besten melde ich euch einfach mal. Wer weiß, vielleicht macht ihr mich ja reich. Also an deiner Stelle würde ich das nicht tun. Du heißt Aris, hm? Für dich gäbe es 500.000 Gil. Echt? So viel? Wenn ihr wollt, könnt ich es aber auch bleiben lassen. Bin schließlich kein Unmensch. Das ist doch sicher eine Falle, oder? So etwas kann nur jemand sagen, der unsere Geschichte nicht kennt. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne verschwinden. Ansonsten... Die Herberge ist da vorne. Und die Zimmer sind alle frei. Hast du Männer in schwarzen Kutten gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Mit schwarzen Anzügen kann ich allerdings dienen. Zwei Männer und eine Frau. Hört, hört. Sie sind mit dem Aufzug darauf gefahren. Schlagt euch das schön aus dem Kopf. Ihr wisst das ja sicher. Aber Junon ist fest in Shinras Hand. In dem Aufzug haben Leute wie wir nichts zu suchen. Außerdem ist oben gerade was los, mit entsprechender Sicherheitsstufe. Die Gardisten sind ziemlich nervös. Also macht uns hier bitte keinen Ärger, hört ihr?
Sonst kriegt ihr es mit mir zu tun. Ja, Ma'am. Was ist los dazu? Verhaltet euch bitte ruhig. Ja, nehmen, machen wir.